eine so schlechte Laune. Was ist denn mit Ihnen los? Schlechte Laune? Ist mir gar nicht aufgefallen. Soll ich Ihnen mal was erzählen? Raten Sie mal, was seit heute in unserer Garage steht. Ein Auto. Ein PS, ein Pferd. Ein Bio-Auto. Ja, kann man wohl so sagen. Aber das ist eine Geschichte, die möchte ich jetzt lieber nicht erzählen. Ach, schade, jetzt, wo es gerade so spannend wurde. Robert, wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich weiß, alles im grünen Bereich. Ich habe bei Tanja und Nils geschlafen. Sag mal, bist du verrückt? Du weißt, du darfst den Fürstenhof nicht verlassen, wenn die Polizei... Ich weiß. Es ist alles okay, ja? Wie geht's Valentina? Blendend. Okay. Eva Krenling hat sie gerade in die Krippe gebracht. Dein Vater möchte, dass du mit deiner neuen Anwältin ja, sprichst. Ich kann jetzt nicht, ich muss das Mittagsgeschäft vorbereiten. Dann ruf sie doch wenigstens an. Ja, draußen wartet der Fischlieferant, ich muss die Konsumee abschmecken, dann muss ich noch das Mittagsgeschäft für das Bistro vorbereiten und. Du entschuldigst mich, ja? Aber Robert, entschuldige. Was hat der denn? Och, ich glaube, das weiß er selber nicht so genau.